Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Verantwortungsgemeinschaft für den Frieden. Das verbindet nach übereinstimmender Auffassung des DDR-Staats- und Parteichefs Honecker und des SPD-Vorsitzenden Brandt die beiden deutschen Staaten. Brandt war heute in Ost-Berlin von Honecker zu einem gut fünfstündigen Gespräch empfangen worden. Wie aus einem anschließend veröffentlichten Kommuniqué hervorgeht, halten beide Politiker die Zeit für reif, offizielle Kontakte zwischen dem Deutschen Bundestag und der Volkskammer der DDR herzustellen. Auch auf die Frage nach menschlichen Erleichterungen geht das Kommuniqué ein. Ost-Berlin verspricht hier eine wohlwollende Haltung, so beim Reise- und Besucherverkehr und bei der Milderung von Härtefällen. Der Jugendaustausch zwischen beiden deutschen Staaten sollte auch nach Meinung der DDR gefördert werden. Brandt beendet morgen in Weimar seinen DDR-Besuch. Betont freundlich empfing der DDR-Staatschef den SPD-Vorsitzenden heute in seinem Amtssitz. Am Ende des mehrstündigen Arbeitstreffens zeigte sich, dass trotz mancher prinzipieller Meinungsverschiedenheiten Übereinstimmung in der Sache überwog. Brandt wie Honecker waren darin einig, dass es für beide deutsche Staaten wegen der deutschen Vergangenheit und ihrer Lage an der Trennlinie zwischen den Militärblöcken eine Friedenspflicht gibt, die konstruktives und berechenbares Handeln erfordert. Wichtigstes Ergebnis dieser Begegnung ist der Beschluss, eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Mitgliedern der SPD-Fraktion und Personen der DDR-Führung zu bilden. Sie hat den Auftrag, konkrete Vorschläge für eine von taktischen Atomwaffen freie Zone in Mitteleuropa nach dem Plan der Palme-Kommission zu erarbeiten. Als Beispiel dafür nannte Brandt in seiner Tischrede den von SPD und SED vorgelegten Vorschlag für eine chemiewaffenfreie Zone. Verantwortungsgemeinschaft heißt für mich, dass sich beide Seiten in ihren Bündnissen durch eigene Initiativen um die Sicherung des Friedens bemühen. Natürlich wissen Willy Brandt und die Sozialdemokraten, dass Verhandlungen über Abrüstung Sache von Regierungen sind. So zielen ihre Vorschläge zunächst darauf, die Diskussion in der Bundesrepublik zu bestimmen. Und ein bisschen spielt natürlich der Gedanke an die Wahlen 1987 mit. Wenn die Regierung solche Pläne nicht aufgreift, so Brandt vor Journalisten, dann legt man sie halt beiseite, bis man selbst wieder die Chance zum Regieren hat. Zum Abschluss hatte sich Honecker für den Gast aus Bonn Besonderes ausgedacht, eine Sightseeing-Tour durch Ost-Berlin. Leutselig zeigte der DDR-Chef, worauf er besonders stolz ist. Das wieder aufgebaute Schauspielhaus in der Stadtmitte und die riesigen Neubaublocks am Stadtrand in Berlin-Marzahn.